Unterwegs zur Frontlinie bei Mahmur, südlich von Mossul. Draußen sind es 40 Grad im Schatten. Drinnen im gepanzerten Hammer-Geländewagen brennt die Luft. Alle paar Kilometer ein Posten. Mal ist das die irakische Armee, mal die kurdischen Peschmerga. Die Peschmerga waren es, die den sogenannten Islamischen Staat aus Mahmur zurückgedrängt hatten, bis an diese Frontlinie. Dahinter liegende arabische Dörfer sind überwiegend immer noch in der Hand des IS. Die irakische Armee versucht, ein Dorf nach dem anderen zu befreien. Am Ende soll Mossul stehen, aber es geht nur langsam voran, trotz der Peschmerga-Hilfe und trotz der Luftunterstützung der Amerikaner. Und so müssen Oberstleutnant Adham Banani und seine Peschmerga jede Zeit mit allem rechnen. Zwischen uns und dem IS sind es nur 5 oder 6 Kilometer. Zwischen der irakischen Armee und dem IS sind es an einigen Stellen gerade mal 1 oder 2 Kilometer. Die meiste Zeit besteht hier aus Warten. Vor allem nachts aber und im Morgengrauen sind die IS-Kämpfe aktiv. Die Terrormiliz wisse genau, sagt Oberstleutnant Banani, dass das Hauptquartier der Anti-IS-Operation in Mahmur fast direkt hinter der Frontlinie liegt. In den vergangenen 3 Monaten haben IS-Selbstmordattentäter mit Fahrzeugen voller Sprengstoff 4-5 Mal unsere Positionen angegriffen. Sie haben natürlich das Hauptquartier im Visier, wollen mit ihren Attacken die Moral der Soldaten schwächen. Dieser Frontabschnitt ist für die IS-Miliz von strategischer Bedeutung. Draußen vor dem Kommandozelt. Der Patrouillenhammer verliert Bremsflüssigkeit. Über einen Mangel an moderner Ausrüstung klagen die Peschmerga immer wieder, trotz Waffenlieferungen aus dem Westen. So now okay or no? No problem. Diesmal gelingt es dem Fahrer aber, das Problem notdürftig zu beheben. Es geht zurück zum Hauptquartier. Den IS im Feld zu besiegen, daran arbeiten sie hier im Hauptquartier alle gemeinsam. Die Peschmerga, die irakische Armee, die Amerikaner, sagt Oberst Mahdi. Zwischen den Zeilen kritisiert er aber die Strategie der irakischen Streitkräfte. Mossul ist eine große Stadt. Um sie einzunehmen, braucht man eine gut vorbereitete Armee. Wenn sich Bagdad und die kurdische Regionalregierung politisch einigen, werden sich die Peschmerga an der Operation beteiligen. Ohne uns jedenfalls wird die irakische Armee in Mossul keinen Erfolg haben. Die irakischen Generäle sagen, sie brauchten 6-mal so viele Soldaten wie jetzt. Die Luftschläge der Amerikaner sollten intensiviert werden. Den Kurden dauert das alles viel zu lange. Die Mossul-Offensive kommt nicht so schnell voran wie erwartet. Die Peschmerga-Kommandeure hier wundert das nicht. Sie kritisieren, dass die irakische Armee keinen Plan hat, um Mossul einzunehmen. Auf dem kleinen Posten vor dem gemeinsamen Hauptquartier wollen sie wachsam bleiben. Noch sei die Terrormiliz nicht entscheidend geschwächt. Und die Operation Mossul birgt viele Risiken. Darin sind sich alle einig.